Da atme ich doch gleich mal eine Runde durch, fliege durch den Raum, hui, und begrüße euch zu einer weiteren Folge Brief Edge oder Brief Edge und würde sagen, wir schauen erstmal, was wir jetzt Neues so machen können noch, beziehungsweise was für Aufgaben uns noch ansteht. Wir haben ja noch einige Sachen hier zu erledigen, das kommt ja glaube ich ganz zum Schluss da hinten. Aber hier sind wir noch ein paar Sachen offen. There may be some breakdowns of the work of complex equipment in this area. Therefore, the Breath Edge Company assumes no responsibility for the behavior and performance of the Futurary spacesuit. Although I doubt I may have any problems. Pores. Da kommen wir ja nicht hin, da ist ja diese Eisschicht. Da können wir, da hinten können wir dieses Heiße nicht abbauen, da sind wir ja gestorben. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal hier gucken. Was ist da für ein Fragezeichen? Ist das neu? Nee, ne? Dass wir jetzt erstmal hier so ein bisschen die Sachen abklappern. In dem Umkreis. Vielleicht düsen wir erstmal dahin. Und schauen mal, ob wir da jetzt irgendwas erledigen können. Weil wir haben ja jetzt ein paar Ressourcen auf Vorrat. Und in der letzten Folge haben wir ja die Türen gesprengt von der einen Raumstation. Sind in der Raumstation erstmal, haben alles erkundet. Was sehr, sehr lustig war und sehr interessant. Und, ja. Wir kommen Stück für Stück voran. Hier war das, glaube ich, mit der Mayo, ne? Genau. Ich will einmal da zur Sauerstoffstation fliegen. Was ist das denn da? Lol. Weil irgendwie müssen wir da versuchen, die Mayo in den Kern. Das heißt, wir müssen da erstmal alles wieder untersuchen und schauen und machen und tun. Denn, alles untersuchen haben wir beim letzten Mal ja auch schon rausgefunden. Ohne irgendwas anzufassen. Weil wir können ja da bestimmt auch irgendwas usen. So. Gut. Wie viele Anzeigen einfach auf dem Bildschirm sind, das ist unfassbar. So. Gut, dann lass mal rüberdüsen. Ah, warte mal, wir müssen ja hier... Oh, warte mal, ich glaube, ich weiß, wie wir da reinkommen. Oder? Nee, doch nicht. Ich dachte, er ist hier durch. Hier, aber da kommen wir nur... Okay. Dann schauen wir nochmal bei den Fragezeichen. Die sind ja hier oben. Ach stimmt, wir mussten ja das Triebwerk reparieren, ne? War das nicht so? Hier waren wir schon mal. Ja, ich entsinne mich. Genau. Manövriermotor benötigt. Ein Manövriermotor. Ich weiß nicht, wo wir den herbekommen. Scannen. Oh Gott. Ja, dann scannen wir noch ein bisschen mehr. Brauchen wir noch mehr Manövriermotoren? Auf der anderen Seite auch noch welche? Natürlich, das habe ich mir doch gedacht. Drei. I hope we won't need that. Small modern engines can do without burning fuel, which is much safer. Zünderblaupause haben wir bekommen. So, wir brauchen noch zwei weitere davon. Aber wo sind die? Da ist noch einer. Der zählt bestimmt auch dazu, oder? Oder eher nicht? Na. Natürlich. 5 von 6. So, einen brauchen wir noch. Wo ist der letzte? Da unten ist er. Ich habe ihn gefunden. Tjuma, ich düse mal eben schnell mit dem Moped. Da sind wir ein bisschen schneller on Tour. Der Sauerstoff geht uns auch so langsam aus. Zünder. Wir haben einen Zünderblaupause bekommen, aber keinen von diesen Motor. Ich glaube, so langsam muss ich mir, glaube ich, eine Liste mal machen. Irgendwie aufschreiben, was wir alles brauchen.
Das mit der Mayo wäre, glaube ich, jetzt hier so der nächste Auftrag, den ich gerne machen würde. Wollen würde. Titan können wir auch noch mal ein bisschen mitnehmen gleich. Wenn wir schon einmal hier sind. So, zeig mal her da. Manövriermotor, Blaupause, juhu! Ich nehme mal ein bisschen Titan mit. Kann er nicht schaden. Hallo? Kann er nicht schaden. War ich nicht noch irgendwo Titan? Nein, aber Metall. Juhu. Ja, ja, Sauerstoff. Wir haben doch Sauerstoff. Was willst du denn? Kann er nicht schaden, ein bisschen Titan mitzunehmen, ne? Ein Manövriermotor für die. Ja, für den Antrieb da oben anscheinend. Ich nehme mal vorsichtshalber ein bisschen Metall mit, weil es kann ja gut möglich sein, dass wir. Haben wir noch einen Schaber? Haben wir noch, Gott sei Dank. Es kann ja gut sein, dass wir Metall brauchen. Weil meine Vorstellung von einem Manövriermotor wäre jetzt zum Beispiel, dass der aus Metall besteht. Aber ich kann mich auch irren, ich bin mir nicht sicher. Aber was wir haben, haben wir. Besser ist das. So. Quasi. Oh, quasi, wenn ich das Wort höre. Das hat mal. Oh, das ist, wie gesagt, ewig her. In der Schule damals, in der Berufsschule. Hat mir mal ein Lehrer zu mir gesagt, das Wort quasi gibt es gar nicht. Das existiert nicht. Also, ich sollte das doch nicht verwenden. Und, ich weiß nicht, ob es stimmt, ob es nicht stimmt, weiß ich nicht, habe ich nicht rausgefunden. Someone tried to take a bath in a drinking boiler without reading about the emergency water pumping system starting when waste gets into it. Both were sucked into death. Was? Was zur. Ein seltsamer Schlauch in Form eines Entenfallschirmjägers oder so. Ich habe noch nie einen im Angebot gesehen. Vielleicht wurde bei dem Unfall einfach beschädigt und es ist geschmolzen. Lul. Ja, gut. Schön, dass wir darüber gesprochen haben. Was wollte ich gesagt haben? Nee, und er meinte dann zu mir, ja, man soll das Wort nicht benutzen und so. Das ist kein Wort, das existiert gar nicht. Ja, aber wo kommt das dann her? Wenn man. Weil irgendeiner wird das ja wohl irgendwann mal erwähnt haben oder gesagt haben, das Wort quasi. Wenn es aber doch kein Wort ist, aber wieso benutzt der Mensch denn das dann? Habe ich nicht verstanden. Aber ich weiß so, wie erbost der darüber war, wie ich das Wort quasi gesagt habe. Aber das ist schon, wie gesagt, das ist schon ein paar Tage her. Und, ja, nun gut. Ja. Sachen kommen, Sachen gehen. Ja, also. Naja. Aber egal. Ich nutze das Wort quasi trotzdem. So ist das. Gut, ich düse zur Station zurück. Wir basteln uns jetzt mal ein bisschen was. Ich würde jetzt gerne mal gucken, was der Zünder. Wir brauchen bestimmt. Lass mich raten. Wir brauchen bestimmt einen Zünder für den Antriebsmotor. Für die Blaupause, oder? Interesting. Interesting. Was denn das hier? Ach, hier waren wir noch nicht. Na, ja, lass mal noch mal gucken. Oh, warte mal. Hallo, was denn hier Schönes? Metall. An intact monitoring cabin. If we find some cameras that are connected to it, then we can see something useful. Ja, lass mich doch erstmal Sauerstoff nehmen. So, komme ich da rein? Ja. Kann ich irgendwas scannen? Scannen, Moment, mit der 3. Stationsstatusbildschirm, aha. Trinken nehme ich alles mit. Was? Inventar voll? Kann gar nicht sein. Erstmal was essen. Erstmal was trinken. Dann wollen wir doch mal sehen, ob hier was voll ist. So. Wenn einer voll ist, dann bin ich das. Oh, warte mal. Nehme ich mit. Wenn wir scheinbar dabei sind. So, und jetzt düsen wir zurück. Gut. Was wollte ich gesagt haben? Nee.
Ich gehe von aus, dass wir den Zünder brauchen. Ich weiß nicht, wie er aussieht. Wir haben die Blaupause ja gerade erst bekommen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass, ja, dass wir den Zünder brauchen werden, um diesen Motor herzustellen. Diesen Antriebsmotor oder wie auch immer der heißen mag. Ich meine, Antriebsmotor war es gewesen. Damit wir die nächste Raumstation freischalten können wahrscheinlich. Also, beziehungsweise finde einen Weg, die Mayo in den Kern des Linienschiffs zu bringen. Ist ja die Aufgabe da. Ich glaube, das ist die Mayo-Mission. Ein Viertelpfund Mayo, bitte. Auf für Pommes. Ah, Mayonnaise ist so geil auf Pommes. Ja, ja, komm, mach mal ein bisschen chilliger Musik, komm. Hier sowas. So. Gut. Dann lass uns erstmal das Inventar leeren. Oh, warte mal, ich habe noch Treibstoff. Moment. Wollte doch direkt auffüllen hier. Die Schüssel. So, haben wir 100. Dann würde ich sagen, ich schütt mal eben hier meinen ganzen Kram hier mal weg. Ripleys Bericht habe ich mitgenommen. Na, egal. Gut. Metall schmeißen wir hier hin. So, Nahrung auch wieder eine Ecke. Lalala. 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 Dann wollen wir mal. Schauen wir mal. Ausrüstung ist ein Sternchen. Und bei Gegenständen ist ein Sternchen. Nein, wir brauchen keinen Zünder. Aber Zünder ist ein komplexes Gerät zur Kraftstoffverbrennung in kleinen Motoren. Es wird nur in Notfallmotoren verwendet, da die Gefahr besteht, dass etwas anderes in Brand gesetzt wird. Wir werden den brauchen. Würde ich verwenden. Zweimal Aluminium, zweimal Batterie und ein Induktor. Aber lass uns erstmal den Manövriermotor bauen. Generator, zweimal Plastik. Zweimal Plastik und Titan. Ja. Plastik. Titan hatten wir doch auch gerade, ne? Genau, hier einmal. Wo war nochmal Titan? Da. Generator. Alkali, Elektronik, zweimal Metall, Kabel. Ach du Heiliger. Alkali war hier. Was war das noch? Elektronik brauchen wir. Wir müssen Elektronik sammeln, wir haben nicht mehr so viel. Zweimal Metall und Kabel. Kabel hatten wir doch so viel, ne? Warte mal, hatten wir nicht so viel? Wir hatten doch so viel Kabel gehabt. Kabel und zweimal Metall. Kabel und zweimal Metall. 1, 2. Da können wir schon mal den Generator bauen. Und dann müssen wir noch den... War das ein Induktor oder war das ein Kompensator? Ein Kompensator war es gewesen. Veredeltes Metall und Alkali. War das zweimal veredeltes Metall? Nee, ne? Doch, zweimal. Und einmal Alkali. So. Damit haben wir die Sachen schon mal gebaut. Und können so jetzt quasi den Manövriermotor bauen. Sehr schön. So. Zünder würde ich tatsächlich bauen. Zweimal Aluminium, einmal Induktor. Den Induktor hatten wir, glaube ich, nicht gerade, ne? Metall, Plastik, zweimal Kabel. Metall, Plastik, zweimal Kabel. Ich meine, wir hatten ja auch Kabel, aber egal, wir haben hier. Elektronikteile müssen wir unbedingt demnächst mal sammeln. Ich baue den einfach nur zur Vorsicht, weil... Ich kenne das doch.
Dann düsen wir dahin, dann sagt das Spiel, ja, wir brauchen jetzt einen Zünder. Zweimal Batterie, zweimal Aluminium. Haben wir nicht hier auch Batterie dabei gehabt oder so? Ich muss das mal ein bisschen sortieren hier alles. Ach, guck mal, wir hätten ja sogar einen Generator gehabt. Ich bin so doof. Na, ganz großes Kino. Kondome lege ich mal weg. Wir brauchen unbedingt ein vernünftiges Lager. Das ist alles hier zu viel durcheinander. So. Was brauchen wir jetzt? Ich muss selber erstmal gucken nochmal. Ich hab's jetzt vergessen. Nee, den haben wir ja. Objekte? Nee. Ausrüstung, Gegenstände. Zweimal Batterie, zweimal Aluminium, genau. Aluminium einmal. Zweimal. Und zweimal Batterie brauchen wir, ne? Deshalb brauchen wir noch zweimal Metall. So. Oh, warte mal. Ah, ja. Ah, du bist ein sehr, sehr geiler Typ. So. Batterie. Zweimal Batterie brauchen wir. Und zweimal Aluminium. Das haben wir hier. Gut. Dann können wir jetzt den Zünder herstellen. Oder können wir den irgendwo einbauen? Nee, ne? Nee. Ich bin gespannt, wann wir unseren Anzug mal wieder verbessern können. Gut. Ich hau mir mal eben was in den Balk und dann würde ich sagen, düsen wir direkt los. Der Maulwurf, Beste. Ist einfach so. Gut. Alles klärchen. Dann kann's ja losgehen mit der Reise. Ach, wie schön. Großartig. So. Schnappe ich mir hier zwischendurch nochmal ein bisschen Sauerstoff, bis das Ding leer ist. Und dann können wir irgendwann hier das abbauen, abreißen. Und dann können wir da das Aluminium nämlich mitnehmen und alles, was da drin ist. Ich glaube, Aluminium und Kabel kriegt man da, glaube ich, wieder. So, jetzt heißt es für uns erstmal... War es jetzt da oder da? Nee, ich glaube, da irgendwo war es, ne? Meine ich. Oder war es da? Oder da, oder da, oder da, oder da? Hier sind so viele Zeichen! Aber schön, dass wir das hier mit der Einstation schon erledigt haben. Die ist jetzt hier oben weg. Die war hier oben, glaube ich, gewesen. Gut. Ach, wie schön. Was für ein Plot-Twist das einfach wäre, wenn man irgendwo auf dem Planeten auf einmal landet und da so eine Zivilisation ist. Und wir einfach vergessen worden sind. Das wäre halt mega lustig. Nee, ich glaube, da ist es nicht. Ich glaube, es ist eher... Ich glaube, es ist eher da. Was war denn hier gewesen? War hier wieder der Sänger mit seiner Gitarre und alles? Haben wir den zwei Scanner dabei? Haben wir. Einen vollen, einen angefangenen. Ob es von den anderen Ressourcen auch ein, unendlich Ressourcen gibt? Was war denn hier? Warte. Looks like the cabin of an annoying neighbor with a drill. Drill? Was für ein Drill? Was? Drill? Ah, Scan, warte. Turmlampe. Okay. Gut, wir wollten dahin. Da müssen wir hin. Okay, ich packe mir den anderen Scanner schon mal direkt wieder auf die 3. Sauerstoff tanken wir jetzt da unten einmal. Das schaffen wir.
Und dann reparieren wir mal eben das Manövriermotor, den wir ja dann jetzt endlich gebaut haben. Ich bin gespannt, ob wir den Zünder brauchen. Den ich jetzt einfach provisorisch und prophylaktisch einfach mal dazu gebaut habe. Also langsam kenne ich das Spiel. So langsam habe ich das so ein bisschen im Gefühl, dass Sachen dann nochmal gefragt werden. Das brauchst du noch zusätzlich und so. Hui. So, gib mir Sauerstoffstation. Ach, wie schön. Ah, tief einatmen. Atme aus und atme ein. Atme aus und atme ein. Atme ein und atme aus. Höre nur auf meine Stimme. So. Denn wir müssen ja auch da rein anscheinend in die Station, da wo die Faust ist, die Iron Fist. Gut. Gucken wir mal. Reparieren wir mal, wir haben es dabei. The engine is installed. Now the tank will probably be able to fly. Ja, aber heißt. Und jetzt? Was muss ich jetzt machen? Motor? Ja. Was muss ich jetzt tun? It would be useful to have a powerful soil analyzer with the function of deep scanning, which is usually used by biologists and treasure hunters. Müssen wir alles analysieren? Oh nein, sag mir nicht, wir brauchen so einen Analysierer. Da kommen wir immer noch nicht rein. Verdammt, wenn es so einfach gewesen wäre. Lass mich raten, wir brauchen diesen Analysierer. Oder? Wahrscheinlich, um irgendwie da... Verdammt. Es wurde auch jetzt nichts gesagt, was wir machen müssen, ne? Motor haben wir ja repariert. Gibt doch keine Luke oder so. Irgendwie müssen wir da reinkommen. Ich schätze, wir brauchen den Analysierer, damit wir hier diese wabernden Kugeln wahrscheinlich wegkriegen oder so, da keine Ahnung. Damit wir in diese Station auch reinkommen. Weil die sind hier dran und ja, den brauchen wir bestimmt. Das heißt, wir müssen den erstmal craften. Ja. Oh, ich kann hier drin rumfliegen. Oder ich kann da rein, aber... Okay, da drin ist aber nichts. Zumindest sehe ich da nichts. Kann ich bei den anderen auch reingucken? A very odd composition, but apparently this Mayo doesn't want to freeze. There's also no danger to the spacesuit's material, but I'm not sure it's reasonable to stay here with such visibility. In addition, the composition's density prevents you from moving quickly. Okay. Aber kann ich da durchfliegen? Ich kann da durchfliegen, aber die Frage ist, wo komme ich raus und wo bin ich drin? Okay. Es gibt aber, glaube ich, keinen Durchgang da. Oder? Nee. Oder vielleicht doch. An Airlock. Seems to be bad. Seems like the gas coming into the Mayo doesn't let it freeze. Oh. I have a feeling that something is wrong with this mayonnaise. Apart from the inconsistency of its composition, overly complex technologies are used to transport such biological debris. Although, okay. All the tanks are specified as mayonnaise once in all the invoices related to the liner. Okay, wir sind wieder auf einer Raumstation. Wir sind durch die Mayonnaise geflogen.
This vacuum cleaner is called Rocket for a reason. With it having such a powerful engine, it is really possible to fly it if you bypass some technical limitations. Oh, geil. Raketenstaubsauger. Blaupause erhalten. 2 von 3. Was? Ah, wir haben den... Ah, wir haben den Staubsauger schon. Oder ist es eine erweiterte Version? Das wäre ja cool. Unbelievable. This is heaven knows what, but it's certainly not a simple tank for storing food products. Was? Was zur Hölle? Ach du heiliger Strohsack. Was artet das Spiel hier aus? Ich hätte niemals gedacht, dass wir hier solche Sachen entdecken. Heftig. Essen nehme ich mit. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay. Gut. Nice. Mittleres Transportmodul. Okay. Gut, wir haben eh Inventar schön geleert wieder. Oh, warte. Wasser und Nahrung nehmen wir mal mit, vorsichtshalber. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich bin schwerelos. Oh, warte mal. Harz nehme ich mit. Harz können wir gut gebrauchen. Harz 4 und so, weißt du? Da geht's rein. Ich guck mich aber trotzdem erstmal einmal um. Düsen einmal hier rum. Hui. Alter Schwede. Ah, das ist das runde Dingen, was wir von außen gesehen haben, wo wir drumherum die Raketen quasi repariert haben. Das heißt also, hier drumherum sind dann diese Motoren. Ah, so. Holy shit. Krass. Wie heftig das einfach aussieht. All data indicate that the mayonnaise is not mayonnaise, and the tank was an integral part of the systems of the lighter unnamed. We have to start the centrifuge, even just out of scientific interest. Andock im Modul erkannt, schauen was? Disengage the module manually. Klammer lösen. Sieht so aus, müssen wir nach draußen gehen und die Klammer lösen. Ach, ich weiß, welche das sind. Die haben wir schon mal gesehen. Das sind diese großen Füße von außen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. An Genosse 20, Boff. Die die Befehlsanweisung stoppe. Stopp das Linienschiff unbenannt an Punkt 15 und warte auf weitere Anweisungen. Der Baum oder was soll das sein? Ein echter Beweis dafür, dass grüne Universen in Katastrophe verwickelt war, obwohl es keine Reihenfolge gibt, in der es heißt, dass man sich zusammen mit dem gesamten Schiff in die Luft jagen würde. A special patch and a bloated spacesuit indicating increased gas production due to excessive broccoli eating. All this points out that the body belongs to the green universe radical. Ich habe den Zünder eingebaut. Your barbaric method of directly lighting your rear end is recognized as effective. It's time to check the control panel. Ich habe den Zünder eingebaut. Gut, dass ich den schon gebaut habe. Ich wusste schon warum. Der wird immer schneller, ne, oder? Ja, wir sollten nach draußen gehen. Hui! Hui! Wie er vorbeidüst immer. Gut, dann schauen wir mal, ob wir irgendwie die... Stützen abbekommen. Da werden wir bestimmt irgendein Tool brauchen für. Würde ich jetzt mal vermuten. Gucken wir mal. So, ab durch die Mayonnaise. Von Blankenese. Bis hinter Wuppertal. Ja. Flip. So, da, genau diese Füße müssen wir lösen. Die Frage ist nur wie.
You can try to repair the bracket, but since you will destroy it during the repair process, it will be easier to break it beforehand. Granate oder Blaster benötigt. Ich hatte Granaten! Oh Gott, wie viel Granaten brauchen wir denn dafür? These are the brackets mounting the tank to the module. You'd better find them all and detach them. Reparaturwerkzeug. Haben wir das nicht? And be torn apart with the tank right here. Okay, das haben wir repariert. Wir haben 4 Füße, glaube ich. Schauen wir mal. These are the brackets mounting the tank to the module. You'd better find them all and detach them before you start. Or at best, all this debris will spin and be torn apart with the tank right here. Okay, die Füße haben wir. Okay. Seems that detaching the bracket without getting your hands as well as other parts of your body will be impossible. So, das heißt, wir brauchen eine Granate, weil die Dings kaputt ist. Der eine Fuß hier. Anders geht's nicht, ne? Ja. 500, oha. Gut, wir können aber hier uns eine... Warte mal, wir haben das Dings nicht mit, ne? Schade. Oh, Mann. Okay. Das heißt, wir müssen wieder zur Hauptstation uns eine Granate bauen. Oh. Na. Wo willst du hin? So, jetzt das Reparaturtool eh kaputt. Das heißt, wir können uns ja auch zurückdüsen jetzt. Erstmal Sauerstoff tanken. So, da es hier kostenlos Sauerstoff gibt, nehme ich das natürlich mit. Ah, großartig. Wie schön, dass wir voran jetzt kommen. Nice. Gut. Aber eine Granate können wir auf jeden Fall bauen, also. Obwohl, brauchen wir dafür Elektronikteile? Ich bin mir jetzt nicht sicher. Glaube aber nicht, ne? So. Dann düsen wir mal. Und ich düse im Sauseschritt. So. On such old docking airlocks, there must be some detailed information on how to assemble, maintain and repair them. Ja. Aber da unten werden wir auch noch hinkommen, also zu dem roten hier, dass wir da die Sachen einsammeln können. Und da natürlich auch, da werden wir auch noch alles reparieren. Das Schiff sieht verdammt riesig aus. Oder diese Station. Also da werden wir, glaube ich, noch viel, viel mehr sehen, als wie das, was wir jetzt erst sehen aktuell. So. Wie viel hatten der Scanner eigentlich noch? Alpaka 13, ne? Komm, wir scannen das mal, dann ist das weg hier, oder? Komm, dann ist das weg. Na. Dann ist das weg. So, dann ist das weg von der Liste. Dann haben wir nämlich hier auch nicht mehr diese Anzeigen. Dann haben wir ein paar weniger. Je weniger, desto besser. Ne? So, jetzt können wir da Sauerstoff mitnehmen wieder. Und... Ich sehe gerade, wir müssen so langsam zum Folgenende kommen. Eigentlich wollte ich gar nicht so lange machen. Sprich halbe Stunde, sondern eigentlich nur 20 Minuten Folgen. Aber naja, wie es nun mal so ist immer, ne? Man nimmt sich mal so Folgen vor oder so, aber dann klappt das nicht, weil, ja, man so viel entdeckt und dann es doch cool ist und naja. Aber doch einiges gesehen. Gut. Dann gönne ich mir mal eben den Sauerstoff hier. Jetzt dürfte es leer werden, ne? Ach, guck mal. Der Ballon wird immer kleiner. Jetzt sehe ich das erstmal. So, zerlegen. Mit dem Schaber geht das, ne? Aluminium nicht mit. So. Und Attacke. Habe ich ja gesagt, dass wir den zerlegen wollen.
Dann haben wir in der nächsten Folge auf jeden Fall genug zu tun. Dann müssen wir eine Granate bauen. Das können wir eigentlich jetzt noch eben machen, damit der Flexi das für die nächste Folge weiß, für die Zukunft. Dann hat er da schon mal, ja. So. Wir brauchen von dem Rindergulasch. Wo war denn das? Hab ich eingeräumt, ne? Da ist es. Metall brauchen wir bestimmt auch, oder? Lass mal gucken. Wir brauchen eine Granate, hat er gesagt, ne? Einmal Batterie brauchen wir. Haben wir noch Alkali? Einmal Alkali. Oh, wir müssen unbedingt Alkali sammeln für Batterien. Sonst wird das nichts. Ganz schlimm. Das könnte sonst gefährlich werden, weil da müssen wir nämlich demnächst wieder auf, ja, auf Alkali-Tour gehen. Aber ist nicht so schlimm. So. Ich parke das Harz hier mal. Harz aber herzlich. Medipack. Die Dose schmeiße ich auch weg. Nein, wollte ich gar nicht. Aus Versehen die Werkzeuge weggeschmissen. Gut. Beschleuniger, ist der alte Beschleuniger. Ja, ich würde sagen, soll es das gewesen sein mit der Folge aktuell. Und, was? Ja. Ich würde sagen, in der nächsten Folge geben wir den letzten Fuß zerstören. Und zwar da, glaube ich, oder so. Oder da hinten irgendwo. Oder da. Weiß ich gar nicht mehr. Und das dürft ihr auf keinen Fall verpassen in der nächsten Folge. Ich würde mich freuen, wenn ihr einschaltet. Also, macht's gut. Bis dann. Tschüss.